darf euch heute herzlich zu diesem Video begrüßen. Es ist Sommer, die Sonne brennt hier am Morgen vom Himmel in Frankreich und für diesen Sommer habe ich mir was ganz Besonderes vorgenommen, nämlich einen Roadtrip. Und in diesem Fall habe ich meine Freundin eingepackt. Wir wollen so viel wie möglich sehen von Frankreich und haben in diesem Fall dann einfach in Multivan die Liege reingepackt und machen das so einfach wie möglich. Jetpack oben drauf, da die Angelsachen rein und einfach losfahren. So sind wir hier am ersten Kanal gelandet, haben hier die erste Nacht verbracht. Ich konnte einen kleinen Wels fangen und jetzt gehen wir weiter. Wir haben das Ganze jetzt so gemacht, dass wir am Morgen immer schauen, an welchen See wir denn jetzt als nächstes gehen oder an welchen Ort. Das heißt, wir haben gar keinen Plan. Wir wollen quasi vom Nordosten, in dem wir uns jetzt gerade befinden, in den Süden runterfahren, Richtung Côte d'Azur und an der Schweiz wieder zurück. So ist der grobe Plan. Und ich bin mega gespannt, was wir alles sehen, was ich fange und was wir erleben hier in Frankreich. Bis jetzt ist es einfach mega schön und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Gestern Abend sind wir hier an diesem Kanal im Nordosten von Frankreich angekommen. Ich habe natürlich als erstes meine Routen rausgeworfen. Ich hatte kein richtiges System, einfach mal raus und Futter drauf. Es war die erste Nacht für mich und ich habe sie einfach mal über mich kommen lassen, was so passiert. Aber vorher haben wir am Abend noch richtig gut gegessen. Es war ein wunderschöner Abend. Es hat alles perfekt gepasst. Und zu guter Letzt konnte ich auch noch in der Nacht einen Wels fangen. Der für mich erste Fisch in Frankreich. Mega cool, dass es gleich in der ersten Nacht so gut geklappt hat. Ja, und jetzt packen wir unser Zeug zusammen und fahren einfach mal weiter Richtung Süden. Nach der ersten Nacht am Fluss haben wir uns dazu entschieden, weiterzufahren. Ich habe außer dem Wels nichts mehr gefangen und so haben wir dann am Frühstückstisch einfach mal Seen rausgesucht, die wir anfahren können. Und so haben wir dann erstmal den Fehler berichtigt, dass wir mehrere Seen an einem Ort raussuchen, um Ausweichmöglichkeiten zu haben. Nach dem Frühstück sind wir dann losgefahren, haben uns ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut und sind dann so abends gegen 16, 17 Uhr am ersten See angekommen. Und wie soll es anders laufen? Natürlich konnten wir nicht zur Nachtangelzone fahren. Das heißt, man hätte einen Trolley gebraucht oder ein Boot. Und wie gesagt, ich will ja meinen Tackle so minimal wie möglich halten. Deshalb habe ich das alles nicht dabei. Ja, zum nächsten See gefahren, da dasselbe Problem und dann wieder zum nächsten. Da hatten wir dann Glück. Und wir konnten direkt zu einer schönen Stelle fahren. Der Campingplatz für uns war quasi richtig cool. Wir waren alleine, wir hatten Platz,
es sah richtig gut aus. Wir hatten nur das Problem, dass der See relativ leer war. Und dementsprechend war da mega viel Schlamm. Ich hatte meine Routen dann rausgebracht, habe mir ein paar Steine hingelegt, dass ich da hinlaufen kann, ohne einzusinken. Warthose hatte ich natürlich auch nicht dabei, weil ich ja meinen Tackle eben so minimal wie möglich halten wollte. Ich habe dann irgendwann einen kleinen Biss gehabt, habe eine Rotfeder gefangen und gemerkt, mit einem Karpfen geht das definitiv nicht gut, vor allem nicht in der Nacht ohne Warthose, weil ich muss dem Fisch nochmal im See 15 bis 20 Meter entgegenlaufen, damit ich den catchern kann und beim Release auch nochmal. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, dass das Ganze nicht weitgerecht ist und ich die Routen einhole. Ja, dann habe ich nicht weiter geangelt. Wir sind am Morgen weitergefahren, haben uns Frühstück in einer kleinen Bäckerei geholt, war richtig fein und sind zum nächsten See gefahren. Wir haben jetzt relativ viel Strecke gemacht. Wir haben in 3-4 Tagen so viel Strecke gemacht, wie wir so für 7-10 Tage geplant hatten. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben mega viel gesehen und jetzt sind wir am nächsten See angekommen. Es sind jetzt 24 Stunden an dem See vergangen und ich habe mich dazu entschieden, die Routen neu umzuwerfen, denn ich habe nichts außer Katzenwelse gefangen und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich habe alles probiert, verschiedene Boilies, größere, kleinere, Pop-Up, Single-Sinker, Snowman, was auch immer, viel Futter, wenig Futter. Ich habe weiter draußen gefischt und näher am Ufer. Es hat alles nichts gebracht. Jetzt lege ich die Routen einfach mal vor so einen Arm des Sees, in der Hoffnung, dass die Fische vielleicht in der Nacht da reinziehen, und versuche da einfach mal mein Glück. Die anderen Angler, die hier am See sind, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich drillen sehen. Und heute hat sich einer direkt neben uns gesetzt, tagsüber, hat auch mit Beule gefischt, nichts gefangen. Aber ja, ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Man darf nicht aufgeben und so gebe ich jetzt einfach mein Bestes und hoffe, dass ich heute Nacht hier noch einen rausbekomme. Hier ist er endlich, der erste französische Karpfen. Nach so viel Aufwand und Stress habe ich ihn endlich in den Händen. Und schaut euch diesen Fisch an, der ist richtig durch, der ist schon sehr kaputt, wie ich finde. Richtig urig und so hat er auch gekämpft, also der hat mir im Drill einiges abverlangt. Ist ein richtiger Kämpfer einfach, so wie er ausschaut. Richtig geil, am Sonnenaufgang hat er gebissen, uns geweckt und jetzt können wir den Tag genießen, frühstücken und dann geht's an das nächste Gewässer. Und ja, ich bin einfach unendlich glücklich. Der erste französische Karpfen für mich. Richtig geil. Die letzten Tage war es einfach unendlich warm. Ich bin kaum zum Angeln gekommen, weil wir uns viele Städte angeschaut haben. Und ja, meistens sind wir dann irgendwann um 12 an die Stelle gekommen. Teilweise habe ich dann die Routen gar nicht mehr ausgeworfen oder einfach irgendwo blind rein. Wir hatten 40 Grad und da war mir sowieso klar, dass nichts läuft. Und jetzt hat es ein bisschen geregnet. Ich wusste, dass wenn ich im Regen die Routen neu auswerfe, dass ich meinen Biss bekomme. Deswegen habe ich mich in den Regen auch nochmal rausgestellt, die Routen neu ausgeworfen und jetzt pünktlich nach dem Regen bzw. in einer kleinen Regenspause ist der Fisch abgelaufen und ich bin mega glücklich, weil seit dem letzten Karpfen lief wirklich gar nichts außer massig Zwergwälze, durch die ich mich durchgeangelt habe und er kämpft gar nicht mal so schlecht.
richtig nice. Ich habe jetzt noch eine Nacht vor mir. Wie gesagt, es hat ein bisschen geregnet, ein bisschen abgekühlt, Sauerstoff ist ins Wasser gekommen und ich hatte schon gehofft, dass das passiert. Und wir haben ein bisschen im Van gechillt. Da lief die Route ab, wirklich in der Regenpause, und ich bin jetzt mega gespannt, ob da noch mehr läuft. Ich habe jetzt hier schon 2 Nächte gefischt und gar nichts gefangen, aber auch die Leute um mich herum fangen nicht wirklich was. Einen Biss habe ich mitbekommen und sonst gar nichts. Daher bin ich jetzt mega glücklich, dass es endlich mal wieder losging und ich einen ans Ufer überlisten konnte. Die Route muss jetzt einfach schnell wieder raus. Ich will diese Regenpause nutzen, beziehungsweise einfach die Beißzeit, in der die Fische jetzt gerade fressen. Frankreich war launisch und Frankreich hat mir einiges abverlangt. Das Angeln hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war trotzdem echt cool. Also wir hatten auf diesem Roadtrip mega viel gesehen, und ja, was das Angeln so schwer gemacht hat, vielleicht als Information für euch, falls ihr sowas mal machen wollt in Frankreich. Es gibt ja die Karte, mit denen man an sehr vielen Gewässern fischen darf, und das würde auch echt gut klappen. Aber dadurch, dass wir an den Van gebunden waren, weil wir da drin geschlafen haben, klar, wir wollten nicht jeden Morgen Zelt zusammenpacken, einräumen, wieder losfahren, Liege ausbauen, wieder Zelt aufbauen und so weiter. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach im Van zu schlafen. Und da hatten wir oft das Problem, dass man an den See oder Fluss gekommen ist und dann waren da Schranken oder Steine, dass man eben nicht weiterfahren kann, sondern dann eben mit dem Boot übersetzen müsste oder das Zeug auf den Trolley packen müsste. Daher sind wir dann teilweise um 5 an das erste Gewässer gekommen, also um 17 Uhr abends, an das erste Gewässer gekommen, was wir uns rausgesucht hatten, und haben dann gemerkt, ja gut, da kommen wir nicht rein. Dann sind wir an das nächste Gewässer, da sind wir auch nicht reingekommen und so weiter. Und teilweise ist man dann mal um 11 Uhr abends, 12 Uhr abends ans Gewässer gekommen. Und dementsprechend habe ich dann die Routen entweder gar nicht rausgeschmissen oder einfach nur noch blind irgendwo hingeschnickt und habe dann dementsprechend wahrscheinlich auch gefangen. Wir hatten extrem heißes Wetter, ich glaube die Höchsttemperatur waren 42 Grad. Das hat natürlich auch nochmal einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich sage mal so, ich bin für jeden Fisch dankbar, den ich hier gefangen habe, weil es war einfach für mich ein Bonusfisch. Ich habe hier nicht wirklich aufwendig geangelt, einfach immer Ruten rausgeschmissen mit einem Rohr, ein paar Boilies hinterher und fertig. Und von daher war das voll in Ordnung. Die 2 Karpfen habe ich mitgenommen, ich hatte einen schönen Urlaub und es war eine coole Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, liked das Video und schreibt einfach mal in die Kommentare eure Meinung zu diesem ganzen Trip und ob ihr sowas schon mal gemacht habt und was eure Erlebnisse dazu waren.